herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Runde Infinite Fusion. Wir starten hier gleich in unserem Fusionsscreen, denn wir wollen jetzt hier am Anfang einfach wieder einige Sachen fusionieren. Teilweise auch Vorschläge von euch. Mir wurde Garados plus Parasect vorgeschlagen, da bin ich jetzt sehr gespannt. Ach du heilige Kacke, das sieht monströs aus, muss ich sagen. Das ist schon wild. Mit dem will ich nicht spielen. Der macht mir ein bisschen zu viel Angst, muss ich gestehen, was ein Weirdo. Dann habe ich außerdem inzwischen auch zum Beispiel sowas wie Xerox hier am Start, was ich glaube potenziell hat, mit sehr vielen Pokémon einfach richtig geil zu sein. Also ich weiß gar nicht, mit wem ich anfangen soll. Oh mein Gott. Wir fangen mal mit Aegislash an, weil eigentlich mit Aegislash kann man nie was falsch machen. Aha. Okay, da sind die Klingen am Start. Das ist sehr nice. Wir wollen natürlich einfach nur das Normale hier so behalten. Wir reversen das Ding an der Stelle. Ist das jetzt einfach nur so ein Kneifding? Es ist eine Schere! Oh, eine freaking Schere, stark. So, es gab auch eine Sache, die sich mit Xerox tatsächlich sogar gewünscht wurde. Ich sehe gerade, hier ist mein Kofagrigus. Das brauchen wir auch gleich. Und zwar Banette, wenn ich zumindest das Teil finde, hier. Das soll eines der geilsten Dinge sein, die bisher gesehen wurden. Ich denke, eher so rum wird das Geile sein. Ach du heilige Kacke. Okay, irgendwie. Das ist. Doch! Doch! Das ist definitiv wild, muss ich sagen. Ah ne, ich wollte eigentlich zum Schluss entscheiden, was ich alles reinnehmen will, damit ich nicht zu viele DNA-Scheißer ließ und so verbrauche immer. Wir drehen mal nochmal um, aber ich glaube nicht, dass, ja, dass das wirklich geil sein wird. Es hat irgendwie was. Es ist ein bisschen knuffig sogar, muss ich gestehen. Dann sollen wir noch Zoroark mit Panferno fusionieren. Und auch da kann ich... Ich glaube, das ist eher die schlechtere Fusion von beiden. Ja, das dachte ich mir. Sieht echt irgendwie deprimierend aus, muss ich sagen. Aber ich glaube, reversed wird das Ganze sehr nice, hoffentlich. Okay, der ist recht cool. Ich muss sagen, nicht ganz so wild, weil es halt irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwas taugt mir am Oberkörper nicht so ganz, muss ich sagen. Ich kann es aber auch nicht genau erklären, to be honest. So, dann merke ich auch gerade, wir haben ja einen Lopunny an der Stelle endlich. Die Frage ist, mit wem fusioniert man denn Lopunny? So, eigentlich müssen wir einmal mit Gardevoir fusionieren. Einfach nur, um zu gucken, mal wieder ein bisschen was für die Wissenschaft uns anzugucken. Das sieht aber ehrlich gesagt echt gut aus, muss ich sagen. Ich finde, das sieht wirklich nice aus. Also, dafür, dass ich eigentlich nicht so ein Fan von sowas bin, finde ich, schaut das ganz gut aus. Ja, das ist eher... Das ist das Mon für die Wissenschaft eher, würde ich sagen. Dann sollen wir uns außerdem noch Glaziola mit Gardevoir, welches ich gerade nicht weiß, wo es hingeschleudert wurde. Das ist halt echt nervig, dass die... Das ist schwierig, einen Überblick über die Boxen zu behalten. Da ist die beiden... Oh, ich glaube, das wird sehr nice. Ja, doch, ich mag, dass das mit diesem... Dass dieser Schnee so mit dabei ist. Das finde ich, ist eine schöne Sache. Nee, stopp, ich würde den gerne auch nochmal reversen. Auch wenn ich glaube, dass das nicht allzu krass wird, um ehrlich zu sein. Ja, naja... Glabra plus Gardevoir ist auch noch ein Ding, was wir, glaube ich, was ich noch machen wollte, sollte. Oh, mit, das ist cool gemacht, muss ich sagen. Doch, das ist schon sehr, sehr cool gemacht, muss ich sagen. Gefällt mir. So, dann entwickeln wir mal noch unser Dusclops plus Snorlax-Fusion. Ich bin ehrlich, andersrum war die geil. Also, mit Dusclops war die geiler. Ich reverse die mal nochmal kurz. Maybe kommt da was raus, aber... ja doch, das sieht ein bisschen funny aus mit dem Gesicht. Aber ist gar nicht so geil, wie ich dachte. Dann sollen wir uns noch Akani plus Absol angucken. Wenn ich herausfinde, wo Absol chillt, da ist er doch. Auch da kann ich mir beides tatsächlich sehr gut vorstellen. Oh ja, doch. Doch, der ist geil, muss ich sagen. Der gefällt mir sehr gut. Wir reversen den noch, aber ich sage euch, wie es ist. Ich glaube, die Fusion wird besser sein. Also die davor. Ja, obwohl das ein Mega-Absol, glaube ich. Ja, wobei, nee, muss nicht sein. Könnte aber sogar auf Mega-Absol basieren. So langsam. Das
Problem ist, ich bin halt einfach nur überfordert, muss ich gestehen. Ich glaube, wir sollten Echnatol noch mit Rotom, war es, denke ich, fusionieren. Ich glaube, hier ist Rotom. Okay, scheint beides Custom zu sein. Oh, das ist. So habe ich es mir auch vorgestellt, aber das sieht funny aus. Doch, finde ich ganz cool. Nee, wir nicknamen den jetzt nicht. Wir reversen den jetzt noch. Aber ich glaube, das werden einfach nur. Oh. Das finde ich auch irgendwie cool. Ich glaube, ich finde das irgendwie cooler. Ich weiß auch nicht warum. Aber es könnte auch an Kofek per se liegen. So, und jetzt ist halt schwierig. Ich würde gern Whimsicott auch mal mit irgendwas fusionieren. Ich glaube, das haben wir auch noch nicht gemacht. Könnten wir hier so ein Haarbuschel. Ich glaube, das wird wirklich einfach ein riesen Haarbuschel, oder? No, er schläft auf seinen Haaren. Das fühlen alle Männer mit langen Haaren oder so. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich das gesagt habe. Ich kann es euch nicht erklären. Tentantel und Fiaro haben tatsächlich eine Fusion zusammen. Das überrascht mich jetzt. Okay, ist so ein Stahlvogel mit den Armen nach oben. Ist okay. Ist okay. So, beim letzten Mal hatten wir ja auch Turtok bekommen. Da würde mich mal interessieren, ob der mit Tentantel was Geiles kreieren kann. Ich würde gerne eine geile. Oh ja! Die finde ich sehr, sehr geil. Doch, die taugt mir sehr. Ich weiß gar nicht, was ich hier drauf spielen soll. Ich glaube, wir gehen sogar eher auf physisches Set. Und Steel Water ist ja auch ein geiles Typing, muss man sagen. Wir reversen das Ding natürlich einmal nochmal kurz, aber ich glaube, dass die andere Fusion. Du Scheiße. I mean, hey, wir haben jetzt Power Whip als Coverage. Das ist ganz nett. Und ich glaube, dann kann ich wieder zurück reversen, ne? Ja, so kann man teilweise ein paar Moves auf die Fusionen auch bekommen, aber ja, ne? Rihornior plus Gyarados probiere ich jetzt einfach mal aus. Okay. Ich sehe schon, die werden alle so wirklich krass Fisch-Gyarados-artig, wenn man die miteinander fusioniert. Ich glaube, wir haben uns, was mir gerade auffällt, Lucario plus Panferno noch nicht angeguckt. Das hier scheint die coolere Variante zu werden. Yo! Ich bin mir relativ sicher, dass das die coolere Variante ist. Wild an der Stelle. Gut, dass wir uns den nochmal angeguckt haben. Ich glaube, das wird gar nicht so. Ja, ich weiß nicht, irgendwie. Also, da wird einfach auch nur Panfernos Buddy drauf geklatscht, habe ich das Gefühl. Was an und für sich nicht schlimm ist, aber. Ah, die andere ist wesentlich geiler. Knogger plus Haxorus sieht auch sehr stark aus und hat viel Potenzial. Schaut ein bisschen urzeitmäßiger aus. Der Axe Keeper. So, und was ich mich gerade noch erinnere, haben wir Akani gerade mit wem fusioniert? Weil ich meine tatsächlich, dass Aegislash plus Akani noch eine. Nee, da, ja, Tatsache. Tatsächlich noch eine sehr gute Fusion zusammen haben. Deshalb machen wir das auch nochmal. Ich glaube, so, da hat Akani den irgendwie. Oder auch nicht. Gucken wir mal, ich dachte, der hätte eine krassere Fusion. Wobei die auch ganz cool ist, aber ich glaube, da fehlt eine Custom-Fusion, von der ich weiß. Die habe ich schon mal auf einem Thumbnail wo gesehen. Schade. Okay, Cherox plus Nocturne könnte interessant werden. Okay, es ist einfach nur Nocturne, der eine wilde Pose hat, wild. Oh lol, Whimsicott plus Klingkling haben eine Fusion? Ist das so eine. So ein. Das ist einfach ein scheiß Spinnrad, heißt es, glaube ich. Ogolgantes plus Krokodil sieht interesting aus. Der kriegt einfach einen Bohrer in die Hand gedrückt. Das ist ja auch sehr geil. Aber ich will mir auch direkt noch Gyarados angucken. Ey, es gibt einfach noch so viel, was wir uns. Man müsste sich eigentlich notieren, was man schon alles fusioniert hat. Oh, die wollte ich gar. Wollte ich zwar gar nicht fusionieren, aber jetzt interessiert es mich doch, muss ich gestehen. Ja, in die Richtung dachte ich mir schon, dass es wird. Krookidoss. Denn Gyarados plus Golgantis sah auch noch relativ cool aus. Yo, what the fuck? Ist das so ein Wasserbehälter, in dem das noch da drin ist? Das ist ja auch sehr. Auf solche Ideen einfach zu kommen, finde ich immer wieder einmal nur erstaunlich, weil ich komme halt. Ich würde halt nie auf sowas kommen. So Banette und. Ach du Scheiße, was ist das? Was machen denn Barnett und Bishop? Okay, das sollen, glaube ich, Schwerter sein.
Auch wenn die ein bisschen weird aussehen, meiner Meinung nach. Und der hat sich selber. Nee. Nein, ich wollte gar nicht reversen, ich wollte nur anfusen. Okay, für Alligator plus Azumarill könnte interesting werden. Da ist einfach nur ein riesiger Kugel. Was ist das? Okay. Ich verstehe nicht, was dies ist. Er sitzt einmal auf seinem riesigen Schweif. Verstehe ich das richtig? Ja, und so habe ich mir ungefähr die Fusion auch vorgestellt. Pinsir zusammen mit Machomai könnte. Das wird, glaube ich, eher verstört. Ja, okay, das. Die erinnert mich irgendwie an irgendwen aus einem Film. Von das große Krabbeln. Ich glaube, da sieht einer irgendwie gefühlt so ähnlich aus. Der hat einfach seinen Mund auf der Brust. Nicht das Herz am rechten Fleck, sondern den Mund am rechten. Ja, keine Ahnung, nee. Mich würde mal Krippok plus Zoroark interessieren, weil da werden die Haare so gigantisch bei dem. Oder sitzt das einfach so eine Hülle quasi von Zoroark, auf der dann drauf sitzt. Das ist auch wild. Und mit Scherok sieht das tatsächlich auch irgendwie cool aus, muss ich gestehen. Yo! Das ist ja mega geil, hä? Okay, das kam jetzt positiv überraschend. Donphan und Megane haben wir auch noch. Der, doch, ich finde ihn gar nicht so kacke, muss ich gestehen. Okay, Elfhun und Rhyperior haben eine Custom-Fusion. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Die sieht überraschend gar nicht so schlimm aus, wie ich es mir vorgestellt hätte, um ehrlich zu sein. Bishop und Golgantis scheinen auch. Ist das nicht. Ist das nicht irgendeiner. Irgend so eine Art Superheld aus Japan. Kamen Jaiba oder so. So ein bisschen in die Richtung ging das auch nicht so schlecht. So sah der zumindest ein Tick aus, finde ich. Oh, Aggron plus Golgantis, das könnte auch noch wieder sehr nice sein. Ja, okay, das ist sehr unspektakulär. Andersrum allerdings, maybe. Daumen nach oben an der Stelle. Oh, Glaziola und. Megania haben eine Custom-Fusion. Oh, gar nicht so schlecht. Und Elfhun und Megania könnten so ein riesengroßer Wattebausch-Boy sein. Ja, doch, finde ich irgendwie. Hat irgendwie auch was, muss ich gestehen. Oh, Carpils plus Megania könnten auch. Doch nicht. Oh ja, Mega und Megania haben beide Mega im Namen. Oder schaut. Actually, irgendwie cool aus, muss ich gestehen. Und es heißt Mega, Mega. Das müssen wir mitnehmen. So, damit steht unser Squad für den heutigen Part. Wir haben unser wundervoll mächtiges Illinio dabei, weil ich dieses Rolling Moon sehr geil finde. Dann haben wir Chandraid dabei. Also, wir haben auch ein paar Fusionen, die wir beim letzten Mal entdeckt haben, auf jeden Fall hier mit am Start. Dann haben wir Mega, Mega natürlich dabei, weil Mega. Also, ich kann ja nicht Mega, Mega nicht mitnehmen. Wer bin ich denn? Mit Speed Boost, was sehr geil ist. Also, der ist ein cooler, hat jetzt nicht die besten Moves, aber was soll's. Damit leben wir mal. Dann haben wir Ferrotoise. Ich finde, das ist mein Highlight, muss ich sagen. Ich finde den, ups, ich finde den so geil. Ich liebe diesen Boy, muss ich wirklich sagen. Also, das war so meine Hoffnung, dass das mit Ferroform gemacht wird. Da haben wir Lopwar, Emmy. Ich denke, auch ein sehr gutes Mon. Hat mir designtechnisch auch sehr gut gefallen. Und Electimortar finde ich auch unfassbar geil. Ich habe im Übrigen gar keine Ahnung, wie diese dummen Switches hier funktionieren. Ich habe sogar mehrere Schutze noch parat, das ist ganz nett. Ich werde jetzt hier einfach umherlaufen und diese Knöpfe drücken und einfach hoffen, dass irgendwas Richtiges schon bei rumkommen wird. Ich glaube, eigentlich musste ich irgendwo hier so runterschmeißen. Das klingt sehr falsch, aber ihr wisst, denke ich, wie es gemeint ist. Und dann kommt man irgendwie weiter. Aber wie gesagt, ich bin da ein bisschen. So weit käme ich in Gen 1 leider noch nicht aus, dass ich da jetzt wüsste, welchen Knopf ich immer drücken muss. Ich drücke einfach. Zanicle ist ja süß. Die Fusion gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Und Mark Ross kommt mir sehr bekannt vor, muss ich sagen. Haben wir den schon mal gesehen? Bin mir unschlüssig. Ich glaube, ich habe jetzt meinen richtigen Weg gefunden, Gott sei Dank. Robofan? Ich glaube, wollte ich den nicht sogar auch sehen. Jetzt habe ich. Wait a minute.
Wann ist denn der auf Level? Warum ist der jetzt auf einmal auf 57? Holy shit, wann ist das passiert? Aber gut, offenkundig ist es irgendwann passiert. Also, aka jetzt. Weil dann muss ich ja meine... Oh, das ist auch cool. Dann muss ich ja meine Mons viel höher leveln. Sonst wird das ja... Aua, das hat auch richtig wehgetan. Sonst wird das ja hier gar nichts mehr. So, in Ditte. Das ist eine Voltula Reuniclass Fusion. Sieht sehr fancy aus. Und ist natürlich Elektro-Psycho. Läuft mal wieder. Ich entscheide mich immer für die definitiv richtigen Mons zu benutzen. Ja, ja. Hier Shugross ist, um ehrlich zu sein, sehr viel geiler, als ich es erwartet habe. Hä? Wieso ist er denn so geil? So mit diesen ganzen Beinen, das sah ja richtig cool aus, muss ich sagen. Und die TM Blizzard nehmen wir an der Stelle natürlich auch mit. Aber das sah ja erstaunlich cool aus. Ich verstehe noch nicht so ganz, wie das mit den Leveln hier funktioniert, weil... Ja, so irgendwie teilweise verwirren die mich komplett. Jetzt wieder doch auf 47, aber der eine Trainer mit seinem 47er Mon... Ach du Scheiße. Mit seinem 57er Mon hat mich jetzt doch etwas... schockiert. Ah, da sind wieder so böse Bubis, die mir wieder ein bisschen Money und Kram liegen lassen. Finde ich aber nett, das nehmen wir mit. Dafür, dass wir denen den Arsch versohlen. Ich glaube, hier muss ich E drücken, um weiterzukommen, weil ich würde hier gern... Naja, okay. Rare Candies brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und die TM-Explosion, wild. Und in dem Container ist nichts drin, aber hier ist, glaube ich, dieses Mewtwo-Labor im Normalfall gewesen. Deshalb, ich finde es sehr, sehr cool, dass das hier ist. Und ja, der Typ geht wieder zurück in die Arena. Das ist sympathisch von ihm. Es gibt ja die Backstory aus einem anderen Hack, nämlich der Team Rocket Edition. Ich weiß gar nicht, inwieweit die auf dem Manga oder sowas basiert, dass Pyro, glaube ich, auch mitgeholfen hat, dieses Mewtwo zu kreieren. Und auch so ein crazy Wissenschaftler ist. So ein crazy Scientist, wenn ihr versteht, was ich meine. Wie komme ich wieder raus, hä? Gut, dann sind wir wieder draußen. Wir könnten halt jetzt straight up den Orden machen. Ich glaube aber sogar, wir surfen jetzt noch darüber und nehmen uns den... Wir haben keinen Mann, das gerade Surfer kann, ne? Kann das sein? Das habe ich, glaube ich, relativ stark richtig wahrgenommen. Der kann es auch. Okay. Ich überlege gerade, ob ich es ihm beibringe, aber... Ja, nee. Ich denke, auf Marionese passt es schon. So einen schlechten Special Attack hat er auch nicht. Und sind wir ehrlich, wann drücken wir Payback? Weil dann schnappen wir uns hier maybe nochmal einen Counter. Plus sind da ja... Oh, da geht es dann nur mit Taucher weiter. Weil... den haben wir ja noch gar nicht. Weil ich glaube, wir haben Taucher noch nicht, oder? Oder haben wir das schon? Lass mich mal kurz gucken. Haben wir die vor allem Taucher? Nö. Maybe geht's dann da gar nicht weiter und es ist so eine Taucherblockade da. Ja, ich merke schon, Garados hat da so ein gewisses Theme, wie der aufgebaut ist. Mit seinen Mons. Okay, der ist so weak. Ah, schade. Ich dachte irgendwie, dass maybe haben wir ja Glück vom Typing her, aber natürlich. Never lucky. Oh mein Gott. Das ist auch... Nee. Nee. Aber Chinterra ist wieder ganz cool, muss ich sagen. Ah ja, Volt Absorb. Okay, I see. Aber der taugt mir wieder sehr. Also man kann da auf jeden Fall tauchen. Oh, es geht aber weiter. Und da scheint auf jeden Fall die Eishöhle schon zu sein. Holy moly, beruhigen Sie sich, Omados. Der sah aber fancy und crazy aus. Damit sind wir in Seafoam Island. Und da kann man hoch? It's impossible to go up, oder auch nicht. Aber wir können hier Pokémon fangen, ne? Wenn aus das schon? Keine Ahnung, wir fangen es einfach. Aber man kann hier auch direkt wieder raus. Also, es gibt hier sicher nochmal andere Höhlen. Deshalb suche ich jetzt mal in der Höhle noch nicht gleich weiter. Das ist Dami und wer? Krabi, oder? Schaut echt auch ganz cool aus, muss ich sagen. Zumindest immer mal wieder... Besser als erwartet. Ah, ich bin dumm. Der resistiert ja so oder so meinen Kram. Ja, das war maybe nicht die schlauste Aktion meinerseits. Aber Gyaragon ist nicht schlecht, muss ich sagen. Rapinch und Gyarados, warum auch immer wir den hier sehen. Sieht aber funny aus. Und Lanario ist actually auch sehr geil. Hat mir gefallen. Ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, dass das verstörend ist, ne?
Ich glaube, da sind wir uns alle einig, hoffentlich. Müssen wir nicht drüber reden? Sind wir uns alle einig? Wunderbar. Gut, das Demon-Tipps-Fusion sah irgendwie eher weird aus, muss ich sagen. Und der sieht auch gar nicht so geil aus. Okay, ich habe viele Fragen. Und ich kriege mit diesem Bild immer mehr Fragen. Aber irgendwie keine Antwort. Es ist auf jeden Fall eine Gyarados-Mimikyu-Fusion. Aber was tut sie da? Warum ist da Lorelei? Ist das eine Pumpe? Wird die aufgepumpt? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Was ist das? Den finde ich schon wieder gar nicht mehr so schlecht. Die Kratene. Also eine Crawdily-Mantax-Fusion. Die ist ganz nice. Dem wurde es einfach nur aufgebläht, würde ich sagen. So fühle ich mich nach einem sehr deftigen Essen richtig aufgebläht. Das trifft es ganz gut. Das ist mit Anorid zusammen. Ich wollte gerade sagen, ich check noch nicht ganz, aber doch, ich checke. Denn ich bin Checker Daniel. Das habe ich jetzt auch nicht kommen sehen, um ehrlich zu sein. Also, irgendwo ist es cool, irgendwo ist es sehr weird. Es ist ganz, ganz schwierig, eine Meinung dazu zu haben. Der ist aber cool. Der gefällt mir. So, haben wir nicht sowas in die Richtung jetzt schon beim letzten Mal gesehen? Ich weiß es nicht mehr, um ehrlich zu sein. Was heißt beim letzten Mal? Parasex sah so aus. Darauf wollte ich hinaus, genau. Und das Ambidiffel war irgendwie funny, aber irgendwie auch nicht Lanzo. Scorgo plus Lantern hat ja defensiv eigentlich eine coole Kombi, weil der eine hat viel Def, der andere viel Spidef. Dann der Batzen an KP, der fusioniert wird. Der ist auch irgendwie knuffig, muss ich sagen. Also ich sag, ich bin von eigentlich beiden gar kein so großer Fan. Aber fusioniert sind die ganz nice. Und das ist auch wieder eine gute Mantax-Fusion, meiner Meinung nach. Wait, hier gibt es... Ich kann jetzt ein Rennen gegen den Typen machen. Warte mal, dann darf ich aber nicht speeden. Sonst schaffe ich es nicht. Oh nein, ich bin hängen geblieben an den Stein. Okay, jetzt kommen wir aber sehr gut durch. Oh mein Gott, er kennt den Weg zu gut. Aber ich glaube, die Kurve haben wir ja mega geil genommen. Lol, da sind einfach Arena-Leiter, die uns zugucken. Ich wusste nicht... Ist das nicht die Finishline? Hä? Das war nicht das Ende? Warum macht ihr denn dann da so einen Sandstrand? Ah nein, ich bin dumm. Weil ich von hier gekommen... Wow, bin ich scheiße. So, dieses Mal hole ich mir aber den Sieg... Hä, habe ich nicht schon gewonnen? Ach so, geht's um zwei Runden? Oh, das wusste ich nicht. Wahrscheinlich hat er es gesagt und ich habe es nur nicht wieder gescheit gelesen. Aber der bremst irgendwie auch gefühlt einfach immer ab. Oh mein Gott, war das knapp. Das war viel zu knapp dafür, dass das eigentlich so einfach ist, ne? Kriegen ein Surfboard. Oh, jetzt brauchen wir nicht mehr Surfer. Das ergibt sehr viel Sinn. Das ist sehr cool gemacht. Ich glaube, damit sind wir jetzt wieder in... Doch, Fuxania City stimmt schon. Ich wollte gerade sagen, ich will mal Fuxania sagen, aber es ist auch Fuxania. Das heißt, für jede VM gibt es sicher so ein Item. Ich frage mich, wo man Fliegen bekommt. Das wäre auch ganz praktisch, weil ich glaube, ich habe gerade nichts, was fliegen kann. So der maximal. Aber ist nicht weiter schlimm, weil vielleicht finde ich doch nochmal ein Mon, was ich haben will. Oh, ein Milosea. Eine Fusion aus Milotic und Seepel. Ich habe mir davor auch schon mit Lampi eines gefangen. Ja, anscheinend ist das hier der einzige Eisinselbereich, den es hier gibt. Weil irgendwie mehr habe ich nicht gefunden, um ehrlich zu sein. Stopp. Europe müssten wir auch noch nicht haben. Deshalb nehmen wir den auch mit. Ich würde halt gern... Ich überlege gerade, welches Eis-Pokémon... Wir müssen uns halt maybe dann noch das Sneebler traden, wenn es den nicht wild gibt, damit wir Sneebuna haben können. Den konnten wir in Dugatia City uns holen. Deshalb ist das, denke ich, auch ein guter Plan. Da ich jetzt irgendwie nicht mehr finde, würde ich hier einfach rüberdüsen und dann zur Arena gehen. Es wurde ja auch in die Kommentare geschrieben, dass ich in Safari-Zone und an manchen Stellen was verpasst habe. Hier nochmal der Hinweis. Ach stimmt, hier ist noch Team Plasma-Action, fällt mir gerade auf. Was ist denn Team Plasma hier? Dass ich das dann alles gesammelt irgendwann so ein bisschen backtracken werde. Und ich denke mal, wir müssen jetzt gegen die... Ne, die hauen ab aufs Schiff. Ja, dann gehen wir hinterher. Ich kann mir gut vorstellen, dass das einfach nur eine Quest ist. Ach, das ist wirklich Team Rocket. Und gar nicht Team Plasma. Die haben einfach nur... Oh, die haben einfach nur das Dings. Das Outfit von denen. Und damit würden wir auf die Savvy Islands kommen. Ja, nee, da würde ich erst... Ich dachte mir nämlich, machen wir nach Orden 7 nicht einfach Orden 8 straight up, aber die vergesse ich immer wieder. Wo ist denn die Arena? Jetzt doof. Ich würde nämlich als erstes ganz gerne die Arena noch in Angriff nehmen. Dass wir die gemacht haben, dass wir 7 Orden haben, weil
Haben wir jetzt irgendwie nicht so viele Orden, muss man sagen. Ah, wir müssen ja Fragen beantworten, ne? Keine Ahnung, entwickelt sich nicht. Ich will ja. Das Ding ist, ich will ja gegen die kämpfen, weil ich deren Fusion sehen möchte. Das ist Gekabo und Pantimos. Okay, das riecht mir nach Psycho. Aber wait, das ist ein Metagross plus ein Inkognito. Ah, das habe ich nicht erkannt. Oh je. Ich glaube, das ist einer der schlimmsten Pokémon, denen man begegnen kann. Wobbnoir. Zwirfenst und wohin genau. Schaut auch genauso schlimm aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Na gut, jetzt bin ich verwirrt. Weil das ist ja eine Blitzabsie. Ah nein. Warum dachte ich gerade, das wäre eine Stahlarena? Wegen dem Metagross, I guess. Aber das ist ja einfach eine ganze. Ist ja immer noch eine Psycho-Arena, ich Dummbart. Ja, ich habe mich schon wieder selber verwirrt. Es ist der Wahnsinn. Es ist spät, Freunde. Es ist spät. Toll. Ich gehe bald schlafen. Und darf mit diesem Gesicht schlafen gehen. Oh, das freut mich aber. Uxawood ist aber sehr cool gemacht. Das ist, glaube ich, so ein Totem-Dingens. Das finde ich sehr cool, die Idee. Oh, jetzt haben wir auch Milotic und Gardevoir mal gesehen. Das, ja. Ist auch nicht verkehrt. Oh, das ist aber gemein. Weil das ist ein Fee-Wasser-Pokémon dann. Aber ist doch eine Psycho-Arena. Aber I guess, die Pokémon selber zählen da anscheinend auch schon drunter. Das ist auch schon wieder mehr in der Kategorie verstörend drin, um ehrlich zu sein. Oh, nerv mich doch jetzt nicht mit deinem dummen Schaufler. Onix und Xat. Also irgendwie hat es schon was Cooles, aber ich finde es auch irgendwie. Nee, den finde ich auch nicht. Ja, wobei. Also er hat was, aber auch gleichzeitig finde ich ihn weird. Es ist schwierig, die passenden Worte für den zu finden, muss ich sagen. Apropos schwierig, die passenden Worte für wen zu finden. Hallo Oma King. Der hat einfach zwei Löffel. Oh, warum? Warum sind da. Oh, jetzt dahin wir. Oh nein, wir leben. Der hat einfach zwei Löffel da als. Ja, Art Augenbrauen? Oder so, ich weiß nicht, wie ich das betiteln soll. Und Jan Mega und Psyana sind aber auch. Oh, der ist schnell. Okay, habe ich nicht kommen sehen, dass das Teil schneller ist. Sieht aber eigentlich ganz cool aus. Dann gucken wir mal, was der Arena-Leiter so dabei hat, drauf hat, was auch immer hat. Ich denke, wir nehmen mal die vier Boys hier mit. Und dann schauen wir mal, Blaine, was sie so am Stissel haben. Klingfarik. Das ist ganz. Das ist eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Machen wir erstmal Crunch rein. Das Zwiebit und ein Geargrind Dodge. Fühle ich. Ja, ich glaube irgendwie, wir werden einfach crunchen durchgehen. Togekiss. Okay. Offenkundig ein Fee-Psycho-Pokémon. Aber wenn die Feenattacke oder die Psycho-Attacke kommt, können wir ja in unseren Steel-Type easy gehen. Es sieht immer noch so geil aus, ne? Und ich liebe es, dass er auch zu mir gedreht ist, ne? So ein geiler. Und wir sind langsamer als eine Togekiss-Reuniclus-Fusion. Stark. Gerade so wahrscheinlich. Gerade so. Wir möchten Hydro-Pumpe lernen. Ne, lass mal. Der ist okay. Wir haben den Surfer Xano. Xato plus Hypno. Ich weiß nicht, warum ich gerade überlegt habe, welche zwei Typings da miteinander oder welche zwei Monster miteinander fusioniert wurden. Weil sie eigentlich mega offensichtlich, aber es sieht erstaunlich gut. Es erinnert mich irgendwie voll an Resladero, ne? Deshalb war ich erst so. Ist das eine Resladero-Fusion? Oder was ist das? So, das ist wieder Klingfarik. Guck mal, der kriegt sogar. Waren wir die ganze Zeit im Speedteil? Waren wir nicht schneller? Aber ja, und ein Allosaur. Maybe Psychogift? Ja, das würde den Schaden erklären. Und der died einfach so gut wie. Ja, das war tatsächlich ein relativ einfacher Kampf, muss ich gestehen. Also fand ich jetzt nicht so schwer. Ich glaube, Feuer hätte ich schwieriger gefunden. Zumindest mit dem Squad, ne? Ganz klar. Und wir kriegen die TM Feuersturm. Nice. Oh, stimmt. Wir haben auch echt viele Wonder Trades noch, ne? Kann ich? Oh, Tatsache, wir können Mons, die wir sowieso nicht defusionieren können, können wir wegtraden. Das finde ich tatsächlich ganz nice. Weil ich meine, den brauche ich nicht. Okay, eine Jura-Pubble-Fusion, die eigentlich ganz knuffig ist, muss ich gestehen. Ist jetzt gar nicht so schlimm. Aber dann hätte ich. Dann hätte ich maybe sogar was anderes weggetradet, weil eigentlich hatte ich noch drei übrige Mons. Aber was soll's, mein Gott. Ich meine,
Können wir hier nicht nochmal sehen. Und dann Tom Nook, der aus Animal Crossing, hat uns ein Rihorn mit einem Dings geschickt. Hey, der ist ja richtig hoch gelevelt. Aber den entwickle ich gleich mal. Der ist eigentlich, das könnte auch gar nicht mal so kacke werden, muss ich sagen. Ich muss sagen, wir haben eigentlich gar nicht mal so schlechten Kram aus dem Wonder Trades. Also bisher, muss ich sagen, war das meiste voll, gibt das meiste für... Satzenia und Golbat war actually das Schlechteste, was wir bisher gezogen haben. Ja gut, den können wir auch relativ fix wieder wegtraden, weil Clown werden wir halt in keiner Form nochmal sehen. Also nochmal entwickeln können. Gucken wir uns mal Lelas erste Fusion an. Bitte werd jetzt besser? Bitte? Gut, dann schauen wir mal, ob sie uns auf die Savvy Islands bringen kann. Und wir müssen auf jeden Fall zu diesem Mount Amber hoch, wo ja auch Lavados angeblich ist. Maybe kriegen wir das hin? Weil der hatte mir jetzt gesagt. Hat sie mir jetzt gesagt, ich muss dann tauchen? Oder wie? Okay, nee, wir dürfen tatsächlich jetzt einfach von hier aus gesehen darüber surfen. Das ist auch wild, muss ich sagen. Ich meine, vermutlich ist hier so ein fester Weg, den ich nehmen muss. Nee, ich bin doch offiziell verwirrt. Aber man muss diese normalen Wege wahrscheinlich hernehmen, um dann den richtigen Weg zu nehmen, aber... Hä? Ja, das schleudert mich wieder an den Anfang. Da geht's rüber. Boah, das ist gar keine Aufgabe für den müden Downy. Ist keine gute Aufgabe. Allgemein vermutlich für Downy. Oh Gott, muss ich mich da jetzt konzentrieren. Okay, anscheinend gibt es hier doch keinen Encounter, weil ich habe gerade jetzt erst mal Max Repel angemacht. Oh, kann ich da durch? Bringt mir das was? Vermutlich schon. Keine Ahnung was, um ehrlich zu sein. Vielleicht hier rein? Okay, damit komme ich jetzt zu dem Item hier und jetzt. Wieder so eine dumme Relic Crown. Bro, mich interessieren doch diese dummen Items nicht. Ich will doch einmal nur ans Ziel. Aber ich weiß nicht wohin. Ich lese mir doch nicht den Kram durch. Sie kennen mich. Oh, das schaut aber gut aus. Ich glaube, wir sind hier... Ja, Kindle Road. Keine Ahnung, ob das richtig oder falsch... Hier geht's auch nochmal weiter. Warum gibt es hier zwei Wege? Warum setzt mir doch jetzt nicht zwei Wege hier? Network Adapter. Ha? Ah, damit kann ich... an dem PC zugreifen? Ah, ich bin jetzt quasi auf der anderen Seite. Hier bin ich. Okay. Und hier können wir rüber. Hier warten noch aus irgendeinem Grund Corazons auf mich. Oder bewachen diesen Eingang. Da geht's ab. Das scheint jetzt so eine Lagerstätte von denen geworden zu sein. Und da unten geht's auch nochmal entlang. Freunde, ich würde sagen, wir gucken uns das beim nächsten Mal an. Beim nächsten Mal werden wir wohl offenkundig nicht mit den Fusionen anfangen, sondern werden hier ein bisschen Story machen, weil anscheinend hier jetzt irgendein Custom-Hot-Shit abgehen wird. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Bye, bye.